96,4% der Kommissionsmitglieder haben diesem Entwurf, der heute Nacht abschließend beraten worden ist, zugestimmt. Damit hat die Kommission den Auftrag, den sie durch die Bundesregierung hatte, erfüllt. Und wir können sagen, dass das Ergebnis, das wir erzielt haben, am Ende, wenn ich über die 7 Monate urteilen soll, ein historischer Kraftakt war. Das Erste ist, es entstehen durch die Strukturmaßnahmen neue Arbeitsplätze in den Kohleregionen. Wir erhalten zum Zweiten eine sichere und bezahlbare Energieversorgung. Und das Ergebnis im Blick auf den Klimaschutz wird dazu führen, dass wir in Deutschland einen nachhaltigen Klimaschutz sicherstellen. Die Kommission gibt damit der Bundesregierung eine klare Leitlinie an die Hand, um Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Klimaschutz miteinander zu verbinden.